Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Wir stehen noch bei Christians Hand in Norwegen. Schau mal, wohin die Reise von hier aus geht, was der externe Auftrag sagt, was so der beste ist. Wir haben. Sieht mir, ja, 91.000, gar nicht mal so verkehrt. Wir brauchen ja so. Ich glaube, es war 378.000, aber um auf Nummer sicher zu gehen, vielleicht brauchen, wäre es besser, eine 450.000, also eine 450 vorne stehen zu haben. Deswegen würde ich sagen, fahren wir dann Chlor von Kristiansand nach Kunda in Estland für 61.000, sprich, wir fahren einmal komplett durch Norwegen durch. Eine Fahrzeit von 1075 Kilometer, Fahrzeit vor allem, eine Fahrzeit von 25 Stunden. Allerdings ist auch die Fähre noch mit dabei. 55.000 Euro pro Kilometer. Das wäre schön. 55,74 Euro pro Kilometer. Zerbrechliche Fracht. Eine Scheinheitlieferung. ADR-Klasse. 2 Schwergummen mit 26,5 Tonnen. Und es geht zur Estonian Paper von Annus Chemicals in Kristiansand. Das war eine War das jetzt schwer gut, ja, ne? Muss reichen. Zeit zu gehen. Den wollen wir mal. Wahrscheinlich auch relativ in der Nähe sein. Ja, gut, ja. Sehr in der Nähe. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Fahren wir auch in Joel direkt los. Also, es geht ja gut los. Kurze Fahrt dorthin. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war eine schöne Fahrt. Finde ich auch. Konnte nicht so viel passieren auf der kurzen Fahrt. Der Rest kommt jetzt gleich. Nochmal nachschauen wollte, wobei es wird ja wahrscheinlich wieder nicht auf längere Fahrten, aber da wir gerade eben ja auch hier bei Dings, also was gerade eben, ne, für mich gerade eben, super. Gucken, was als nächstes an Fähigkeit ist, die wir dann aufnehmen können. Fahrt vorsichtig. Hier auf dem Profil. Hier geht es dann nicht bei den Fernfahrten, geht es dann nicht auf beliebiger Ort, sondern doch. Ich habe das Gefühl, es war nicht so, aber egal. Sehr schön. Moment, wir haben hier eins, zwei. Diesen von dort, das heißt, das nächste wird auf Fernfahrten sein. Jetzt einmal hier drei nach. Wieder weiter. So, ja gut, wir fahren eigentlich im Grunde genommen denselben Weg zurück. Wir fahren wieder über Örebro, Vesteras, wieder nach Kapellskär. Und dann geht's vor allem in Paldiski. Ja gut, das ist eine kurze Fahrt, ne? An Tallinn vorbei, nach Kunda. Und dann hauen wir uns einen Kunda aufs Ohr. Ja. Hauen uns in Kunda aufs Ohr. Ja. Einfach, ich glaube, wie viel Kohle wir bei der Fähre ausgeben. Ich glaube, das waren ja 1500. Irgendwie sowas. Was ich auch hätte nachschauen können, wie weit wir jetzt beim Level sind.
Ob wir aussteigen oder nicht, aber wahrscheinlich schon. Vielleicht, wir werden es sehen. Ich bin irgendwie aufgesetzt. Sehr schön. Weird. Danke für nix. Muss man an der Stelle mal sagen. Immer geradeaus. Ja, ich habe mal nachgeschaut, ob ich da noch irgendwelche Videos rumfliegen habe, die gelöscht werden können, aber nee. Da war jetzt nichts dabei. Demnächst links abbiegen. Oh Gott. Das war knapp. Biege nach links ab. Aber ich werde wahrscheinlich morgen auch noch ein Video wegbekommen. Allerdings sind noch welche dazu. Belastend. Es ist gerade wieder viel. Sehr eng, was den Platz betrifft. Nimm diese Ausfahrt. Ja, dann fahren wir da erstmal Richtung Oslo. Immer geradeaus. Obviously. Links abbiegen. Biege nach links ab. Hier links. Oh. Biege nach links ab. Links ab. Bisschen zu weit. So, weil er sich sogar vorgelassen wurde. ja, also ich gehe mal davon aus, dass ich dann nicht noch ein Railway Empire gesetzt haben werde. Was heißt, wenn Railway Empire morgen rauskommt? Ist da noch mal ein bisschen mehr Platz wieder. Was 50 ist 50. Jetzt sind es 80. So weit bis nach Oslo. Dürfen wir 80 fahren? Ja, wir dürfen 80 fahren. Sehr schön. Prima, fahre ich jetzt mal hier so ein bisschen Kohle ein für den Actros, damit er auf 5 Sterne kommt. Und dann schauen wir mal, wohin wir uns reinsetzen. Dann ist das nächste Ziel ja erstmal im Balkan. Eine Garage uns zu holen. Und dann halt hier in Skandinavien. Ist aber die Frage, wo es denn am meisten Sinn ergibt, ne? Weil das geht ja hier oben weiter dann. Das geht sowohl hier, da und da weiter. Hm. Ja, Oslo wäre nicht schlecht oder Bergen. Irgendwo in Schweden vielleicht bei Stockholm eine Garage zu haben. Und Finnland wäre ja auch nicht schlecht. Oben wahrscheinlich, ja. Vielleicht holen wir uns noch 3 Garagen im Norden. Das sind 84, immer noch 70. 70, die bleiben wir wahrscheinlich auch, weil wir jetzt hier gerade in der Nähe von Oslo sind. Tanken muss ich wahrscheinlich nicht.
ich so die Tankanzeige anschaue, aber geschlafen wird wahrscheinlich werden müssen. Auch noch vor der Fähre. Haben wir hier rüber, hier haben wir mehr Platz. Und bremsen ab. Wir kennen ja die KI, ne? Komm mal kurz hoch, Steuer auf 80. Wird auch schlechter wieder runtergehen auf 70. I guess. Oder auch nicht. Ich muss jetzt nochmal schauen, ob noch ein anderer LKW dabei war, der gebraucht ist. Weiß ich gar nicht mehr, aber wir müssen mehr abbremsen. Vielleicht fahren wir aber auch nicht nach Estland, sondern wir gucken jetzt nochmal, wohin wir jetzt fahren, ne? Warum muss ich eigentlich jedes Mal hier Geld rauswerfen, wo wir gar kein Geld haben? Dann aufs Neue. Komm, alle guten Dinge sind zwei. Nach Rotterdam. Einmal von Dänemark durch Deutschland. Über Hamburg, Osnabrück, nach Rotterdam. Chlor die zweite. Fertig zum Losfahren. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwie die Aufflieger-Stabilität anders eingestellt habe als jetzt ein ATS. Ich glaube, ich weiß nicht. Vorbei. Ich habe einfach das Gefühl, dass es bei ATS nicht passiert wäre. Aber es kann auch einfach nur so ein Feeling sein, ne? Lass uns loslegen. Ja, das geht wieder los mit der Fehlfunktion, ich merke das schon. Dann suchen wir vielleicht auch nochmal eine Garage auf, weil wir haben ja das Geld, ne? Wir haben das Geld zum Ausgeben. Wir haben keine Ziele hier auf dem Profil. Gar kein Problem. Das ist ja eigentlich noch gar nicht so das Problem, denn die Leute. Oh, ja doch. Fähre. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Hoffen wir mal, dass es keine Kurven mehr gibt, ne? Ja. Rechts abbiegen. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
Auf nach Hirtshals. Route neu berechnen. Ja, achso, wir haben. Ah, stimmt. Wir haben eine Fahrerin. Da war ja was. Ich wollte gerade sagen, guck mal, wir haben jetzt. Mit 97.000 geschadet und sind jetzt noch bei 90.000 oder so. Aber. Vorteil der Angestellten. Demnächst rechts abbiegen. Hat auch mal wieder keine Leerfahrt gehabt. Sehr schön. Biege nach rechts ab. Manchmal muss man auch Glück haben. Zumindest was das betrifft. Demnächst links abbiegen. Das kriegen wir hin. Biege nach links ab. Ist doch ohne umkippen. Da wäre sogar noch mehr Gewicht drauf. Ne? Wir haben jetzt sogar noch. Ja, wir haben sogar noch 2 Tonnen mehr. Da haben wir auch nicht vergessen, so 900 Kilometer noch bis Rotterdam. Ist auch gerade aufgefallen, dass ich das eine Video, das ich morgen eigentlich rendern wollte, also diesen Monat rendern wollte, eigentlich nicht rendern kann, weil es zu lange dauert. Dann würde ich halt nämlich erst um, was weiß ich, 20 Uhr oder so mit der ATS anfangen können. Immer geradeaus. Ja, 18, 19 Uhr. Das können wir doch bis Dienstag aufbewahren. Aber dann kann ich morgen dann. Ja. Vielleicht kann ich Montag oder habe ich noch Montag. Railway MPEG rendert, was ich bezweifle. Das ist auch wieder so ein langes Ding jetzt zum Editieren. Ich bearbeite wahrscheinlich erstmal diese Videos. Die ATS und ETS 2 Videos für diese Woche. Geradeaus. Aber natürlich doch. Richtung Aarhus, nicht Richtung Aalborg. Befallen mich jetzt die. Wir fahren eigentlich bei Aalborg. Ja, gut, wir sind jetzt bei Aalborg gerade. Wir fahren jetzt die E45 weiter runter. Wir sind auf der A7. Sind die A7 dann auf die A1 wechseln.
Und dann über die A30 fahren wir auf die A1 in den Niederlanden. Und dann wechseln wir mal kurz auf die A4 und sind wir schon in Rotterdam. Klingt kurz, sind aber trotzdem 900 Kilometer. Und ich werde auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall kurz vor Rotterdam schlafen. Wahrscheinlich dann am Grenzübertritt. Oh Gott. Ist ja auch schon wieder hier so eine Kurvenlage. Also ich muss echt nochmal in den Settings schauen, wie das eine ATS ist. Geradeaus. Ich meine aber, ich habe es eigentlich fast identisch eingestellt. Ich sage jetzt extra fast. Weil es natürlich sein kann, dass es vielleicht nicht dem so ist, nicht ganz so ist. Sondern nur sehr nah beieinander. Ich muss auf alle Fälle jetzt deutlich mehr achten hier bei den scharfen Kurven. Etwas schärferen Kurven oder durch langgezogenen Kurven. Immer geradeaus. Auch wieder ein altes Gebiet wie in Rotterdam. So wie es damals aussah. Von irgendwie so weit, ob ich irgendwie was gelesen habe, dass die Lande auch ein Rebranding bekommt. Aber ich glaube, es kann natürlich auch sein, dass erst noch kommt dann nach Deutschland. Aber es wird mit Sicherheit kommen. Aber vielleicht fahren wir den Truck hier auch so lange, bis er auf 1 Million ist. Das ist ja gerade bei knapp 87.000. Der gebrauchte Actros. Und wechseln dann das Gefährt. Also, na, vorausgesetzt, es kommt nicht irgendwie vorher noch ein. Aber es wird mit Sicherheit vorher ein Event geben, wo ich den anderen Truck fahre. Aber so zwischen Events würde ich sagen, fahren wir den Truck hier bis. Na, abgesehen von. Restaurierung fahren wir den auf 1 Million. Das sind noch 22.000 Kilometer, die ich noch fahren muss, aber was fahren werde. Thank you.
Ist ja gut. Nach Esbjerg und so wollen wir nicht. Das ist ja die falsche Richtung. Oder? Nee, never mind. Also. So halb die falsche Richtung. Geht dann ja wieder Richtung. Richtung Großbritannien. Zu den Umfragen, also ja, man kann ja bei YouTube hier beim Community-Beiträgen Umfragen machen. Allerdings, was ich herausgefunden habe, also ich habe es eigentlich immer über Desktop halt gemacht, weil wo nutzt man halt sonst YouTube, wenn man keinen Kanal hat, der jetzt irgendwie über Mobile Apps ist, also ja, ne, wo Mobile-Spiele oder Mobile Games gespielt werden. Da schaut man ja doch eher weniger dann über die App halt nach. Dass es halt einfach über die Desktop-Version nicht die Möglichkeit gibt von Posts, die eine Ablaufzeit haben. Das ist mir nämlich, ich habe es immer gesehen und habe mich gefragt, okay, sieht man nicht. Die Ausfahrt rechts. Interessant. Kommt vielleicht noch? Ja, nee, kommt nicht vielleicht noch. Ist schon da, allerdings nur für Android, beziehungsweise wahrscheinlich auch für iOS, aber war der Fall für Android. Wo man dann das einstellen kann, dass das dann nach entweder gar nicht abläuft, die Umfrage, oder halt nach 24 Stunden. Und das geht halt nur über. Ist doch nicht dein Ernst. Geht auch nur über die YouTube-App. Auch nicht über die YouTube-Studio-App. Da kann man nichts mehr machen. Also gar nichts. Aber bei der YouTube-App geht das nur. Was halt belastend ist, weil dadurch. Ja, ne? Muss man erstmal herausfinden. Oder halt googeln. Habe ich nicht getan. Wäre halt nice, wenn das dann auch soon-ish implementiert wird für Desktop. Das ist ja schon mal dann gut zu wissen, dass es geht. Aber es ist auch, ich habe ja echt nur durch Zufall rausgefunden. Einfach nur, weil mir unterwegs dann eingefallen ist, ja, hey, könntest ja mal die Umfrage machen. Als mir aufgefallen ist, wait a second, du hast ja noch Red Dead Empire rumliegen. Fragst du mal. Und nur deswegen habe ich es ja rausgefunden. Nur deswegen.
Vielleicht steige ich noch das um bei manchen Dingen auf die Dings, die auf die für 2 Stunden Umfragen. Also, ne? Schön Community-Beiträge im Auge behalten. Der Community-Tab im Auge behalten. Dann wird das auch geschlossen. Okay, ist wahrscheinlich 12 Uhr, oder? Wollte gleich nachgucken, was es für ein Geräusch war. Ne? Geld weniger. Dann sind wir wahrscheinlich wieder unter 100.000. Ne? Ja. Ich weiß nur nicht genau, wie das dann für euch aussieht, ehrlicherweise, weil ich noch nie solche Teile, also wenn es dargestellt wird, dass es halt so ein, also es wurde da dargestellt, aber wenn es halt anders dargestellt wird, als ich es gesehen habe, was ich bezweifle, dann ist es auch sehr klein, das könnte dann ruhig schon mal rot sein, ne? So roter Hintergrund oder rote Schrift, dass nur noch so und so lange der Beitrag, da ist, bevor er archiviert wird. Aber ja. Ich dachte, du hast auch geblinkt, aber scheinbar nicht. Muss das jetzt ausreichend wieder überholen sein? Wir haben halt auch so wenig Platz. Jetzt kommt hier natürlich viel Stoff, weil er mehr Power hat und weniger zu ziehen hat als ich. Und danach. Nach der Brücke. Gerade schon wieder ihm vorbei. Hier ein schönes Elefantenrennen. Müssen wir jetzt hier raus oder nicht? Weiter geradeaus nach Hamburg. Ja, sehr gut. Nehmen wir wieder ein bisschen mehr Platz, ne? Halten uns dann jetzt wahrscheinlich gleich Richtung Osnabrück, wo wir noch beim Ausläufer von Hamburg sind.
halten oder nicht rechts halten? Das ist die Frage. Es wirkt nicht so, als ob ich mich rechts halten sollte. Ja. Auf der linken Seite. Das wird eigentlich zu unserer Rechten in Hamburg. Fahren, glaube ich, auch nochmal gleich durch den Elbtunnel durch. Glaube ich, wie gesagt. Oh, ein Wort mal in der Mittelspur ein. Bitte links halten. Machen wir. Und dann wirklich 80. Bitte links halten. Ja, ist ja gut. Ein Elbtunnel. Wieder rechts einsortieren, einzusortieren. Alles ist schön. Ah, super, super rechts. Wahrscheinlich hin, wo ich ja links halten, ne? Ich war erstmal in Hannover. Wenn ich so die ganzen Züge, Zugstrecken und Zuglinien hier sehe, da hat man auch wieder richtig Lust auf Schweins in World. Rechts halten, nicht rechts halten. Wo geht's nach rechts hin? Ja, okay, rechts halten. Rechts halten. Ja. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich wollte nicht die Enter-Taste drücken. Ich habe es dann noch getan. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir halten uns weiter rechts. Ja, wie gesagt, wir fahren über Bremen und Osnabrück in die Niederlande. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ist die Kurve zu? Ah, es geht noch so gerade. Auch schon hart grenzwertig hier gewesen. Also nicht sehr hart grenzwertig, aber schon. Es hat gejuckt zu bremsen.
Boah, der Tank geht auch schnell jetzt hier zu Neige. Ich glaube, ich muss vielleicht doch nicht nur pennen. Dann ist auch schon ausgeschildert. Ich würde gerne, bitte, danke. Brinkum sind wir. Jetzt kommt der Gas, ne? Ja. Werde das kommen sehen. Jetzt bleiben wir es ja wieder sehr schön. Kann ich ja beide überholen. Der riet nu. Ja, auch mal was irgendwie entweder komplette Staffelmäßig oder so in der Eventwoche halt komplett ohne, ne, ohne Navi, ohne Karte zu fahren. Glaube ich, eine Sache, die vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Bis dann heißt wahrscheinlich aber eh wieder vergessen. Von hinten. Überholt uns natürlich auch noch vor dem Kreuz von Kloppenburg. Ah, oder doch nicht? Doch, safe. Geht bergauf. Wir machen 20 Tonnen hinten drauf. Ah, das ist der Dings, der was weiß ich. Sand, Erde, Kohle, irgendwas. In der Richtung. Gerade eben schon geholt hatten. Oder auch Kraft oder natürlich auch das sein.
Scheiße, gedrückt mal wieder. 92 Kilometer nur noch. Also wir sind ja schon fast in Rotterdam. Auch fast in Niederlanden. Also gut. Hätte man sich denken können, dass wir fast in Niederlanden sind, weil wir ja schon nur noch Osnabrück und Dortmund ausgeschaltet haben. Und jetzt auch wieder Amsterdam, genau, Amsterdam. Vielleicht mit der Kurve, dann ist so eine 60er Kurve vielleicht oder auch eine 70er. Sollte ich vielleicht sowieso mal 70 nehmen? Rechts halten. Müssen tanken. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Müssen tanken. Nächster Spot tanken. Und die Ausfahrt rechts. Schlafen. Biege nach rechts ab. Amsterdam, Groningen. Wir müssen beschleunigen. Nee, glaube nicht. Gucken wir auf der Karte nach. Ah, kurz dahinter. Ja. Bei der Grenze. Sehr gut, das kommt da wie gerufen. Ein Stapel von Heuballen. €1,79 und insgesamt 586 Liter für 870 Euro. Hauen wir uns mal eine Kohle auf die. Ja. Hä? Eine Kohle. Druckluft, sehr schön. Kilometer noch. Fahren wir nur hin. WGCC. Und wir sind in Niederlanden. Also. Jetzt. Amsterdam,
ist ja ausgeschildert, doch nicht Rotterdam. Baustelle. Ja. Okay. Aller guten Dinge sind drei. Was mit einer Fahrbahnverengung gerechnet und nicht mit einer Fahrbahn, die uns genommen wird. Immer geradeaus. Aber falsch gedacht. Das Fenster aufmachen. Auch wenn ich nicht unbedingt will, weil es jetzt noch verkehrt ist. Jetzt wurde Sonne weg, ist untergegangen ist oder noch unter ihnen ist. Jetzt gerade draußen wie hier drin, nur halt noch ein bisschen heller. Und dass es invertiert ist. Geht nicht aufgeht. Wir sind glaube ich, wir sind doch bei knapp 87.000. Ich war mir nämlich nicht mal sicher, ob es nicht doch die 73.000 waren. Ich reparieren wir den Truck nochmal in Groningen. Sind ja mal die 5% Hürde, ne? Und Köln, wenn ich es richtig gesehen habe, sollen weiter nach Amsterdam und Rotterdam. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Kilometer bis Rotterdam. Ich muss echt den Einschlag morgen mal schauen, wie das in ATS aussieht. Wenn ich dran denke, also tue ich es nicht. Das könnte auch am Truck liegen. An den europäischen Trucks, weil das ist quasi nicht so das Gewicht. Ja, nein, dass das Gewicht anders verteilt ist, weil es halt keine lange Schnauze ist, sondern eine kurze. Ah.
aber ich stehe deutlich mehr in der auf der Bremse als jetzt in ATS. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also irgendeine Einstellung ist da doch schon abweichend. Ist auch die Führerstabilität, die deutlich anders ist. Oder ist es einfach wirklich nur reinste 170. Safe, safe, safe. Hier gehen. Oder ist halt einfach wirklich nur die Physik der unterschiedlichen Bauweisen der LKWs. Könnte alles sein. Ja. Weiter nach Rotterdam. Hier am Vorfahrt. Aufgrund der Gegebenheiten der kurvenreichen Straße, die jetzt gerade vor uns ist. Ich fahre noch über 60, das ist mir sicherer. Dann kann ich es wieder beschleunigen. Jetzt, wo es wieder gerade stärker ist. Immer geradeaus. Ja, wobei, ist auch egal, ist nur ehrlich da. Wir müssen ja eh langsamer werden. Ich muss mich links einsortieren. Nochmal links abbiegen, dann sind wir schon da. Achso, wirklich da, oder? So ein, zwei Ranks abbiegen. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
bisschen zu knapp. Ich bin immer noch eine Weihnachtskugel drin vom Rennlauf. Kann ich den ja auch gleich mal rausnehmen, wa? Wenn wir den Schwack operiert haben. Links halten und dann links. Wir werden gleich schon operieren. Biege nach links ab. Wird ja wohl hier immer eine Garage. Ach, eine Garage in der Werkstatt sein. Hoffe ich mal. Demnächst links abbiegen. Okay, sehen ist etwas alte. Rotterdam und allgemein alte Niederlande. Biege nach links ab. Das ist wahrscheinlich eh noch in Planung oder ich habe einfach im Hinterkopf, dass ich hier endet es. Hoffe, dass es in Planung ist. Aber hier haben wir jede Menge Baustellen zeitgleich, also. Wird gut, wird gut. Und wann es kommt. Dann laden wir mal das Klo ab, jetzt wo wir es endlich mal ins Ziel gebracht haben. Auszeichnet Klo von Christianstad nach Rotterdam geliefert, Gefahrenstrecke 932 Kilometer, Dauer 51 Minuten. Der Wasserkraftstoff 398 Liter, erst war der 195. erledigte ETS2 World of Trucks, einer war ja gefällt. Kurz vor Level 26, wir haben jetzt noch 56.500 Euro dafür bekommen. Gut, auch insgesamt ungefähr 1.200 ausgegeben, allein, also mehr als 1.200 ausgegeben. Allein jetzt nur für die Unfälle. Ne, 3. Also Ausgaben waren wahrscheinlich so um die 3.000 bis 4.000. 1.580 Erfahrungspunkte gab es, und wie gesagt, kurz vor Level 26. Sprich, in der nächsten Fahrt werden wir dann ein neues Level erreichen. Dann gucken wir nochmal, wo hier die Werkstatt ist. Einmal ein Pudding, wa? Dann machen wir die Crispenkugel hier raus. Reparieren den Schock, dass wir nicht mal über der 5% sind. Dann, ja. Können wir eigentlich spaßeshalber mal schauen, wohin es gehen könnte, aber nicht gehen wird. Wir brauchen eigentlich noch nicht gucken, weil es könnte alles sein. Also nicht alles, alles, weil es nicht an einen beliebigen Ort gehen wird, aber. Sprechen brauchen wir auch nicht gucken. Seien wir mal ehrlich. So, einmal LKW-Konfigurator. Rein in die gute Schube. So, bekommen wir schon mal 12 Euro wieder. Und dann reparieren wir alles. Oder tauschen wir alles. Ja, wir reparieren alles. Das muss reichen. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 0. Ist wie alles ein Lichtchen aus. Schauen wir es mal vor ein.
Und dann hauen wir uns hier aufs Ohr. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.